Moin moin und herzlich willkommen zurück hier zu Heroes of Hammerwatch. Wir spielen heute wieder Merlin, der Hase, der Schüler, ein Level 9 Zauberer. Eigentlich gar nicht mal so viel Unterschied zu unserem Mage. Aber der Mage, ne? Dafür kriegen wir allein schon 2 Fähigkeitsstärke. Also wir sind durch den Mage jetzt ein bisschen stärker geworden. Vor allem ist er gerade mal Level 1, ne? Lehrling hier auch Level 1, ne? Hier Level 6. Er auch Level 6. Ich weiß nicht, ob das Level 6 heißt. Wir sind Level 2. Ja, wir wollen heute auf jeden Fall mal ein bisschen Kohle sammeln. Kohle, Kohle. Und das nicht im Casino. So, am besten gehen wir auf mehr Gold. Auf jeden Fall mehr. Ich verstehe nicht, warum wir den trinken können. Und mehr Erfahrung. Wenn da doch 0 steht. Aber wir haben die Effekte. Erhöht den Schaden permanent. Ja, das verstehe ich nicht. Aber okay. Angriffskraft erhöhen, dafür weniger Rüstung. Dann wäre unser Dings ein stärker auf jeden Fall. Wir dürfen uns nur nicht treffen lassen. Kann man machen, ne? Und so wäre unsere Fähigkeit auch noch stärker. Aber Lebenregeneration wird auf 0 gesetzt. Wenn wir den jetzt nehmen, haben wir dann trotzdem 0. Ich will das mal ausprobieren. Ich nehme jetzt den. Habe ich jetzt wieder 2? Nö. Also ist der Trank umsonst. Also habe ich jetzt einfach minus 15 Fähigkeitsstärke. Dann nehme ich jetzt den, damit wir wieder drin sind. In the business. So. Ah, ich glaube, wir haben für die Tränke, die 0 haben, Geld bezahlt. Wir haben kein Geld mehr. Die Tränke sind umsonst. Ah, 500, da steht ja auch. Da steht ja auch 500 kosten die Getränke dann. Ah, okay. Ah. Jetzt wird ein Schuh drauf. Ich hab's verstanden. Alles klar. Alles klarchen, Bärchen. So, jetzt nehmen wir mal Stufe 1. Warum nicht? Damit kommen wir eh nicht weit, aber wir kommen ja mit Level 0 auch nicht weit. Obwohl das hier eigentlich jetzt geschummelt wäre, weil eigentlich hätten wir diese Stufe noch nicht. Aber guck mal, die drehen ja schon hier völlig am Rad. Ich glaube, dadurch haben wir aber auch nicht unbedingt mehr Erfahrung, oder? Sind wir dadurch mehr Gold und Erfahrung? Irgendwie bezweifle ich das. Vielleicht hätte ich nicht Level... Naja, vielleicht hätte ich das nicht machen sollen, oder? NG Stufe 1. Das war vielleicht ein bisschen dumm. Weil jetzt sind die Gegner alle stärker und geben trotzdem nicht mehr Erfahrung oder so. Eigentlich müssen wir direkt... Ach komm, weißt du was? Ich lass uns töten. Egal, komm. Zählt nicht die Runde. Jetzt haben wir zwar alles versoffen und können jetzt wieder nichts Neues. Oh Mann, das war... Dann trinke ich den. Und den. Ja. So, mehr Gold können wir uns ja leider schnappen. Warum ist das immer auf Fragezeichen gesetzt? So, für das letzte Gold hole ich mir aber wenigstens noch eben ein bisschen... Was? Das Töten eines Gegners löst Bewegungsbonus für 3 Sekunden aus. Für beides reicht das leider nicht mehr. Ja, komm, nehmen wir das und Schüssel. So, jetzt sind wir bereit. Wir sind bereit. Wir wollen Gold. Wir sammeln Gold. Und das machen wir natürlich auch noch. So, da will ich eigentlich auch rein. Aber wenn wir Gold haben wollen, müssen wir... Oh, wow, guck mal, wie wir da einfach so durchpfeffern. So, so, wie viel macht der? 125 oder so?
Ein Level kriegen wir ja auch bald. Komm, jetzt machen wir das alles weg, du. Jetzt geht's richtig los. Und jetzt machen wir. Bam, bam, bam. Zeige euch, du. Bam, bam, bam. Bam, bam? Was ist mit Bam, bam? Auf 25.000 Gold ist halt auch insane viel, ne? Zudem, je mehr wir sparen, desto weniger Gold kriegen wir dann ja, weil wir umso höher Steuer zahlen müssen, ne? Haben wir ja... Achso, wann war? Lohnt sich das denn hier ganz normal durchzulaufen? Wollen wir nicht lieber... Ja doch, komm. Wir brauchen auch das Erz und so, wir laufen hier ganz... Ja, shit, shit! Mann! Ah, oh, wie kann man nur so dumm sein? Wie? Wie? Meine Güte, du. Es ist so einfach und es sind auch wirklich nur die Fallen, die mich töten. Nur die Fallen. Mehr tötet mich ja gar nicht. Es sind nur die Fallen. Bum, 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 bum. Lassen wir mal hier ein paar Kugeln rumfliegen. Ah, komm mal easy für einen wie mich. So, 10 Angriff. Magischen Geschoss. 10% mehr Erfahrung gegen Untote. Regeneration, Fähigkeitsstärke, günstigere Preise und die Karte für den Nero. So. Dann. Ein Erz haben wir hier nur. Mehr haben wir hier nicht. Hi. Hi. Alter, ich bin einfach nur so durch. Und hab da alle getötet währenddessen. Bin einfach nur so durch. So, wo ist denn das nächste Ding da oben? Das heißt, wir gehen jetzt hier unten lang. Und dann mal gucken, ob ich jetzt den zweiten Cube schaffe. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Hallo. Haben Sie einen Moment für mich? Ja. Hereingefallen. Hey. So, Rainer. Mal gucken. Gucken, ob wir das hier schaffen. Das habe ich ja bis jetzt nie geschafft. Pim, 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 pam, 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 pam. Einfach ein paar Dings in Spam, ein paar Kugeln. Immer schön so ein bisschen im Kreis rumrennen. Wieder ein paar Kugeln. Eigentlich brauche ich auch irgendwie was, um Mana-Regeneration hochzubuschen. Zum Beispiel Feinde tötet oder so. Ah. Eigentlich bin ich ja ziemlich stark. Eigentlich müssten wir das so schaffen. Oder nicht? Komm schon. Treff nix. Komm schon.
Wenn man die beiden am Leben lässt. Spawnen eigentlich neue, wenn ich die jetzt töte? Nee, ne? Oh, da ist ein großer. Verliert er irgendwas, wenn man ihn tötet? Oder dient er nur... Ach ja, den habe ich auch noch. Den Kometen. Uiui. Nö. Uiuiui. Er geht auch endlich kaputt. Geh doch endlich kaputt. Ah, schon wieder da rein. Ah, oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank, du. So, erhöht den Schaden gegen Bestien. Gegner in der Nähe erhalten mehr Schaden. Löst beim Trinken ein Combo aus. Primär haben Betäuben. Ignoriert Resistenz. Oh, gewinnen die Komponenten. Oh, 25 Leben. Ich geh mal aus dem Weg. Magisches Geschoss und Gold gewinnen pro Item. Also 8x4, ein bisschen. So, mal gucken, ob wir das jetzt hier ordentlich schaffen oder nicht. Bis jetzt haben wir hier nicht mal die erste Ebene geschafft, ne? Nicht mal the first Ebene. Traurig, du. Beim letzten Mal sind wir ja aber auch nur tot gegangen wegen der Gefahr, die kam. Aber wir haben eh keinen Schlüssel, ne? Aber damit das fertig ist. So. Oh, fuck, Mann. Fuck my life, man. Ich musste da einfach durch. Hallo! Guck mal, da geht's rein. Geh mal weg hier. Du Magier. Geister. Whatever. Trifft den nicht mal richtig. Ach, der lebt ja immer noch. So, jetzt nicht mehr. Hör mich rein. Alles. Komm schon. Gönn alles. Ein Cube. Oh, schade. Oh, hier haben wir ein Fass mit Mana-Regeneration. Aber weniger Gesundheit. Ist eigentlich auch gar nicht mal so übel bei dem Zauberer, damit wir die Kugel besser spawnen. Also häufiger spawnen können, ne? Sag mal, kann ich eigentlich da auch rüberschießen? Es war so klar. Alter, hier brauchen wir ja auch schon wieder. Aber damit wir die Falle kennen. Also man kann hier stehen. Oh shit, shit. Was war das denn? Pschum, 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 pschum. So. Gold. Aber auch, guck mal, also sich da so vorzupirschen, also das wird auch keine Goldrunde werden. Das sag ich. Ich sag, wie es ist. Das wird keine, keine Goldrunde werden. Noch eine. Uiuiuiuiuiui. Geh weg, ihr blöden Kugeln. Oh shit. Okay, ich nehme einen Trank. Ich darf nicht so trankfaul sein. Hab ich das Gefühl. Oh, Level. Sehr schön. Da geht's rein. Hatten wir nicht schon eine Wand, die reinging? Hier, hier kann man jetzt würfeln. Und zwar... Also, wenn man eins hat, zum Beispiel eins so nimmt, dann haben wir eine Chance, hier gewöhnlich zu kriegen. Wenn wir das direkt nehmen, haben wir trotzdem nur eine Chance. Wenn wir jetzt hier davon schon so vier nehmen, haben wir schon eine Chance, was Seltenes zu kriegen. Hier 80%.
Hier haben wir schon 25%, dass wir was Episches kriegen. Und hier haben wir, wenn wir alles eintauschen, dann haben wir die Chance von 75%, dass wir etwas Episches erhalten. So, jetzt gucken wir mal, was brauchen wir denn auf jeden Fall nicht. Das doch. Ja, warum nicht? Obwohl eigentlich, aber egal. Obwohl, nee, eigentlich braucht man die wirklich gar nicht, ne? Die Schriftrollen. Magischen Geschoss. Die schmeiße ich mal weg. Betäuben ist gut. Das ist sowieso gut. Mehr Erfahrung, Nebel, günstigere Preise, Fähigkeitenstärke. Ansonsten. Magischer Schaden ignoriert gegnerische. Goldgewinn. Ja, dann würfel ich die mal. Pam. Und wir kriegen dafür mehr Erfahrung. Und wir machen jetzt auch Gesamtschaden mehr. Weil wir drei davon haben mittlerweile. Man kann das auch nur ein einziges Mal machen. Also, jetzt ist es vorbei. Oh, der ist schon mal weg. Ja, manchmal muss man auch ein bisschen Safety First spielen. Ne? Safety First kennt man alle. Das heißt, Sicherheit geht vor. Hallo! Ja, rein da! Alle tot? Alle tot. Kriegen sogar noch einen netten Schlüssel. Aber wir brauchen Silberschlüssel, ne? Und das ist nicht so wenig. Eins, zwei. Und hier sind keine Silberschlüssel. Aber eigentlich müssen wir jetzt auch mal ein bisschen wieder hochbringen, weil ich langsam Angst kriege. Ja, dann bringen wir das hoch. Dann haben wir schon mal 3000 von 25.000. Und vier Erze. Ah, shit, das kann nicht sein. Ich habe keinen Trank mehr. 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 War hier nicht ein Brunnen? Ja, aber Heilung ist so. Hallo? Komm ich an euch vorbei? Ha! Ui, ui, ui. Treff doch mal was! Boop. Oh shit! Kugel! Kugel! Okay, wir können auf jeden Fall jetzt raus, weil wir haben alle getötet. Das heißt, die erste Ebene haben wir geschafft. Weil ich einfach gut bin. Ha, wer ist der beste Hase auf ganz Germany? Der Hobbler-Hase. Natürlich. Brauche ich eigentlich gar nicht mehr, ne? Unsere Lebensregeneration schießt eh gerade hoch. So, dann können wir jetzt gehen. Haben wir alles? Aber ich glaube, das macht schon mehr Sinn, immer wieder halt auch von vorne zu machen, ne? Statt diese Abkürzung zu nehmen. Die Abkürzung bringt auch wirklich was, wenn du, ich sag mal, in der Story weiterkommen willst. Also. Aber wenn du wirklich farmen willst, musst du von vorne. Du musst immer wieder die Mine machen. Weil das rappelt sich dann ja auch zusammen, das Erz, das Gold, alles, ne? Uiuiui, ui, ui, was ist hier denn los? Links, rechts. Hallo. Okay, das ist ja einfach. Immer einfach ein Feld. Also theoretisch kann man auch zwei Felder gehen. Oh shit. Da waren Feinde, die habe ich nicht gesehen. Mein Gehirn kriegt auch irgendwie nicht mit, wenn ich jetzt hier stehe, dass ich jetzt hier stehen darf zum Beispiel. Also hier jetzt. Hup. Jawohl. Und jetzt da darf ich zum Beispiel nicht mal stehen.
Oh, Brunnen. Nice. Haben wir wieder 4. Da brauchen wir einen Bronzeschlüssel für. Den haben wir. Ja, lassen wir mal da hin. Guck mal, kann man nicht hier außen rumlaufen? Hier? Doch, kann man, aber dann wird man halt getroffen, ne? Aber man muss da sogar lang. Nee, der eine geht aus. Ne, alle gehen aus. Yeah, ich komme hier. Ja. Ah, easy. Ah, ich komme weiterhin. Jawohl. Ah, easy, komm mal. 20 Angriffskraft. Angriffskraft haben wir jetzt ja herausgefunden. Dient für unseren Primärangriff hier. Aber erstmal den hier. Okay. Das würde ich sagen, habe ich auch souverän gemeistert. Was heißt denn souverän? Keine Ahnung. Hört sich nur gut an, wenn ich das so ausspreche. Aua. Uiuiui, hier ist ja auch noch die. Shit. Was ist das denn für ein Türmchen? Ho! Ich gehe mal hier oben rein, ne? Und sammle erstmal hier das ganze Gold ein. Was bist du? Kann ich nicht hier stehen bleiben? Oh, jetzt ist er eh tot. Ja, ich krieg nicht mal das eigene Ding da. Platt. Guck mal, so eine Axt hier. Sieht aus, als ob man da vielleicht rein kann. Pium, 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 pium. Komm schon, stärker, stärker, stärker. Shit. Shit, man. Nein, ich wollte das gar nicht machen. Shit, jetzt bin ich in der Falle. Shit, shit, shit. Kugeln. Die Kugeln retten mich. Was jetzt tun? Was willst du? Achso, weil ich die Statue angegriffen habe, ne? Shit. Hier ein paar Kugeln. Ein paar Kugeln. Ein paar Kugeln. Wer will kleine Kugeln sehen, der muss zu dem Hasen gehen. Dam, dam, dam. Dam, dam, dam. Oh, shit, von da unten auch. Egal, aber komm mal. Ein bisschen ausweichen, dann geht das schon, ne? Brauchen aber viel mehr Mana-Regeneration oder viel mehr, Mana allgemein, also Max Main. Max Main. Nicht Max Payne, sondern Max Main. Maximale Main. Pam, pam, pam. Komm, weg mit dir. Also in der Regel musst du dich eigentlich immer nur im Kreis bewegen, dann klappt das alles schon. So. Wir haben es fast geschafft. Unfassbar. Den Boss schaffen wir eh nicht, aber hey, dann haben wir ihn eventuell schon mal gesehen. Oh, eine große Gefahr ist wieder am Marsch. Das heißt, jetzt kommen wieder die. Heißt das, jetzt kommen die Dinger? Ja. So. Scheiß Geister. Wollen die von mir? Keiner hat die eingeladen. So, Schlüssel. Money, money. Money, money. Und davon kaufe ich mir ein Pony. Von den ganzen Money. Ein kleinen Pony. Pam, 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 pam. So, alle weg. Aua. Und. Wuff, wuff. So, komm mal, da können wir rein. Aber ich habe noch nichts mit den. Detektiv. Ich habe aber noch nichts mit Dingsen gefunden, ne? Mit roten Augen hier. Weder an Ebene 1 noch hier jetzt hier Waffenkammer Ebene 2.
Why not? Wo sind die roten Augen? So, wo waren wir noch nicht? Hier unten. Das ist ein goldener Schlüssel. Okay. Aber theoretisch können wir weiter. Aber, und theoretisch holen wir uns erstmal den goldenen Schlüssel. So ganz untheoretisch. So, er soll erstmal den Anfang aufräumen. Pam, 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 pam. Scheiß Türme hier. Hallo. Vor allem da drinnen sehe ich einfach gar nichts, ne? Boah, stell mal vor, ich wäre gestorben. An so eine scheiß Bombe jetzt. Stell dir das mal vor. Da lag er jetzt. Stell dir das mal vor. Nur für einen Moment. Stell dir das vor. Zitter nicht. Sagt man das noch? Zitter nicht. Ich hab gesagt, stell dir mal vor. So, Ebene 3. Let's go. Okay. Hier oben haben wir wieder was richtig Schönes. Was auch immer. Bumm. Jetzt müssen wir eigentlich nur diesen Dingen hier folgen. Hier wieder hoch, hier runter. Da. Ah, easy. Erhalte 25% Mana des verlorenen Lebens. Also jedes Mal, wenn wir getroffen werden, werden wir geheilt. Also Mana geheilt. Guck mal, hier ist ein neuer Schlüssel. Habt ihr denn schon rote Augen gesehen in den Wänden? Auf jeden Fall haben wir schon wieder 10 Erz. Hier ist eine Menge Erz. Da haben wir eine silberne Kiste, wir haben aber keinen silbernen Schlüssel. Hier können wir alles wieder hochschicken, aber dann machen wir gleich erst. Erstmal das da rein. Na komm. Aua. Shit. 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 Ich hab Shitty mit Titty gesagt. Alter, was hier los ist, du? Ich spawn einfach mal ein paar Kugeln. Irgendwas passiert dann schon. Piep, piep. Friere mich nicht ein. Friere mich nicht ein. Ich treffe die einfach nicht, du Geister. Bum, 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 bum. Danke, danke, danke. Hup. Hup. So, werden wir es bis zum Boss schaffen? Und werden wir den Boss First Try schaffen? Das ist auch noch so eine Sache, die bezweifle ich irgendwie. Gut, super. Hier noch ein geiler Schlüssel. Viel zu viel, viel zu viel, viel zu viel. Wer bist du? Ein Toter. Ein Vergangener. Ein Vergessener. Ein Unbedeutsamer. So, dann haben wir das jetzt ausgemerzt. Dann ab in die nächste Action hier. Aua. Und hier ein paar Kugeln rein. Uiuiui, einfach den. Oh shit. Alter, das sind so viele Kugeln, die da rumfliegen. Das ist nicht mehr normal. Oh shit, habe ich gesagt. Müssen die alle so ein bisschen einzeln, also ein bisschen da, ein bisschen hier und dann klappt das schon, ne? Jawollo, jawollo. So, was haben wir hier Schönes? Ein großes, dickes Nix. Oh, guck mal, wie süß. Hi. Boom. So, was haben wir da unten? Erze auf jeden Fall. Ja, aber shit. Hier haben wir ein bisschen Käse. Käse, 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 Käse. Ah, komm, hier für euch. Viel Spaß damit. Mit der Kugel. Bam, bam, bam. Fährt er jetzt nicht hier so ein Ding wieder hoch? Na, natürlich. Natürlich fährt er so ein Ding hoch.
Ich lasse auch mal ein paar Kugeln fliegen. Ah! Mein Schwein postet mir schon wieder irgendwelche Sachen auf Discord. Und zwar. Ah, shit. Wenn ich jetzt sterbe wegen dem Schwein, ne? Weil ich da jetzt hingeguckt habe, dann ist was los. Ich habe nur Ferkel gesehen, keine Ahnung. Was dazu beisteht. Ich habe nur Ferkel gesehen. Ich treffe auch nicht. Oh, getroffen. Komm schon, komm schon, komm schon. Jo, alles klar. So. Oh, so viel Erz. Okay, was der? Puh, Mama hat Blähungen. Oh Mann, ey, Ferkel hier gehen voll ein. Was? Oh Mann, Ferkel hier gehen voll ein. Ach, Ferkel geht voll ein. Oh, die hält die Nase dicht. Ferkel hält die Nase dicht, weil die wurde. Da sind ja Feinde oben. Ah, genau, schön im Bein reingestanden. Hast du was gesehen, du Junge, Junge, Junge. Wie dämlich kann man nur sein. Hier für euch. Viel Spaß damit. Puh. Ausgewichen. Ein paar Kugeln und dann klappt das schon. Hätte nie gedacht, dass wir das endlich mal hier durchschaffen, ne? Hätte ich ja nie erwartet, aber hey. Diesmal habe ich ja keine Müll-Items. Müll-Items. Hat er nicht gesagt. So, wir müssen erstmal hier unten. Noch das restliche Gold und so einsammeln. Da kommen wir eh nicht hin, dann brauchen wir das nicht machen. Reinschicken brauchen wir eh nicht, weil vom Boss kann man das doch, glaube ich, sowieso machen, ne? Theoretisch eigentlich immer vom Boss. Bam, 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 bam. Huawa. Aber gibt es hier keine schwarzen Augen oder bin ich einfach nur blind? Auf was muss man achten? Vielleicht hat so ein Schild schwarze Augen oder so? Irgendwo wird es ja wohl hier auch. Wir haben nicht eine Wand gesehen, wo wir einfach so easy peasy reinlaufen können. Ma, 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 ma. Da geht's aber auch rein. Pum. Oh, zwei Sachen. Lebensregeneration bei Combo. Na gut, ich schicke trotzdem vorsichtshalber ab. 21% steigern. Das heißt, jede fünfte Münze ist schon wieder weg. Ja, 25.000 zu sparen, du. Usch, das fährt aber auch. Guck mal, dann hätten wir jetzt die lange Runde gemacht, dann hätten wir vielleicht die 25.000. Nee, glaube ich nicht, aber. So, hier hätten wir hochschicken können. Okay, seid ihr bereit? Seid ihr bereit oder seid ihr hier nicht bereit? Rein da. Okay, wir müssen auf jeden Fall erstmal das hier kaputt machen, ne? Einfach ausweichen. Vielleicht ein bisschen so machen. Für ein bisschen Schaden. Und dann vielleicht nochmal, damit noch mehr Schaden. Also es sind hier offensichtlich drei Geister und die Geister kann man eh nicht direkt angreifen. Sondern nur die Statuen, richtig? Also so sieht das für mich zumindest aus. Scheiße, er hat mein Mana angegriffen. Oha. Ich mach mal so. Ja, gar nichts dabei. Ja, es verfolgt mich. Aua. Wie lange es mich auch einfach verfolgt. Ey, wir haben nur noch einen Halt dran. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Aua. Ein bisschen aufpassen, er rennt da erstmal voll rein, weißt du? Ah, kann auch sein, dass ich immer den angreifen muss, der gerade so ein Ding hat. Ah, shit. Hier, guck mal, er hat jetzt so eine Kugelchen. Jetzt hat er so ein Kugelchen. Okay, den ersten haben wir ja gleich tot. Was heißt das mit der Kugel? Dass er gerade aktiviert ist oder so? Ja, da machen wir irgendwie weniger Schaden, glaube ich, ne? Und hier machen wir mehr Schaden dann. Shit. Komm, wenigstens ein Türmchen. Jawohl, ein Turm haben wir. Soll ich das denn schaffen? Aber ich meine, klar, wir müssen halt stärker werden, ne? Viel, viel stärker und dann klappt das schon. Wenn wir halt keinen Schaden machen,
dann kommt halt auch nichts rüber, ne? Ja, meine Damen und Herren, das war Heroes. Also wir haben jetzt schon fast die Hälfte haben wir ja schon für unsere. Ja, eigentlich ist fast gar nichts durchgekommen, ne? Gibt's hier nicht irgendwie was mit mehr Gold? Also wir brauchen auf jeden Fall größere Ebene, bedeutet mehr Money. Fallen verursachen weniger Schaden, alle Türme sind kaputt, Fallen sind deaktiviert, Bewegungsgeschwindigkeit, Gesundheit und Mana-Aufnahmen sind 500% aktiver, ne? Kostet halt alles Geld, aber uff. Eine Chance Kobolde zu finden. Zwei zusätzliche Tränke. Ja, dann gibt's halt immer mehr, ne? Also wir brauchen auf jeden Fall größere Ebene. Dann zahlen wir 150 dafür. So. Und dann machen wir noch eben Levelchen. Wir haben ja noch 4, obwohl 4, glaube ich, bringt gar nichts, ne? Doch, das hier. Aber verlangsamt halt um 5% mehr, das ist alles. Und 0,25 Sekunden länger. Dann ja lieber sparen. Und zum Beispiel hier eins kriegen wir noch, aber dann lieber sparen. Dann sparen wir mit dem Sternchen. Ja, oh, und wir können noch eben die Stadthalle machen. Das machen wir noch eben. Die Zeit muss sein. Oder, weißt du was? Lass mir ein Abo da. Die Stadthalle machen wir in der nächsten Folge. Übermorgen. Haust du rein. Was machen wir denn? Ja, Geld sammeln. Wir brauchen auf jeden Fall Kohle. Also machen wir nächste Runde halt. Wir haben ja jetzt die Ebenen verstärkt. Hier, ich mach das hier noch eben. Kostet zwar jetzt 500 Gold, aber dafür haben wir jetzt 100% mehr Gold. So, ich guck nochmal eben im Shop. Dann sind wir schon mal vorbereitet für die nächste Folge. Schon mal vorbereitet. So. Haben wir hier was? Mehr Erfahrung. Mehr Leben. Blocken. Und 5 Fähigkeitsstärke und einen mangelnden Schaden mit Primärangriffen. Okay, den Leuchtestab holen wir uns. Mehr Leben holen wir uns. Und ein Schlüssel davon, ein Schlüssel davon. Und mehr Erfahrung. Kommt, scheiß drauf. Und, ach komm, jetzt haben wir alles geholt. So, und das Geld geben wir jetzt nicht aus. 20.000 holen wir uns. Komm, die Stadthalle machen wir jetzt auch noch. Komm, scheißegal. Was soll der Geiz hier? So, Stadthalle, let's go. 40 Dinger. So, als nächstes brauchen wir 80, 60, 50, 50, 60, 60, 25, 40, 60. Aller Faller! Okay, 25 hat man easy zusammen. Aber der Rest, ey, holy moly, du. 5 Getränke und erhöhtes Getränkevorratlimit. Ja, aber da müssen wir dann auf jeden Fall, wir müssen auf jeden Fall erstmal auf die 80 sparen. Weil wenn wir die 80 haben, dann zahlen wir weniger Steuern, bedeutet wiederum mehr Kohle. Nö. Und wir kriegen ja jetzt auch, oh, warte mal, was würde kosten den Erzhändler? Weil mit Erz kriegen wir ja auch Kohle. Da haben wir auch schneller die 25.000 zusammen. 60. Sparen wir auf 60. Ne, wir sparen auf die 80, ne? Und wir, das Erz, was wir kriegen, das verscheuern wir dann. Wir kriegen ja 500 pro Erz, das heißt 10 Erz, 5.000, richtig? Das heißt 5.000 haben wir schon mal. Mit den 5.000 haben wir 10.000. Also, bis nächste Folge. Haust rein. Tschüss.